Ciao amici sportivi und herzlich willkommen die Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Runde NHL 22 zu der Eishockey League mit dem Pustertaler Wölfen. Ja, ich hoffe, euch geht's euch gut. Ich seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und auch ein Sieg auswärts am letzten Spieltag gegen ein AV19 versuchen wir heute unser Glück zu Hause. Ich hoffe, das Glück ist mir gewogen. Und unsere Gäste sind nicht allzu stark. Wir haben ja die kompletten Vorteile auf unserer Seite. Plus den Vorteil unserer Fans im Rücken. Also müssen wir da schon was reißen. So, wir sind Erster in der Liga mit 92 Punkten. Unser Johann ist Topstorger. Unsere Gäste aus Ljubljana. Ich hoffe, dass man es so richtig ausspricht. Aber na gut, auf geht's. Bulli verlieren wir schon einmal. Der Jasse. Ah, oh, Michael Orden, der Michael Orden. So, auf geht's, Mr. Sack. Hat ihn schon wieder, hat ihn schon wieder. Und leider nix, leider nix. Gut gemacht, gut gemacht. Haden wieder übernommen, Haden wieder übernommen. So. Gassen beim Bulli verliert auch das Bulli. So, an der Gassen. Unsere Gegner kämpfen. Das gefällt mir. Aber wir sind zu Hause. Und da können wir uns eine Niederlage schlecht leisten. Weil Heimniederlagen sind immer die bittersten Niederlagen. Gut angefangen. Jawohl, Emil. Berger. Und Tor. Zweites Tor von Berger, von Simon. Hier kriegen wir über den Kopf Sebastian Kauber. Warum? Egal. Berger heute. Halt. Der Berger macht das erste Tor hier zu Hause in Bruneck. Hofer. Amen.
Geiger. So, jetzt hat. Nein, 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 nein. Wäre zu schön, dass wir nur kurz davor das zweite Tor machen. Hier sehe ich mal den Topstorger der Gastmannschaft. So, auf geht's. Ab in die zweite, ins zweite Drittel. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir brauchen jetzt nur Absicherungstor. Nur falls das was schief geht. Und das macht unser Michael Kasuro. Wilcox, komm schon, komm schon. So, Michael. Jawohl. Super gemacht, Buschen. So, Sack. Jetzt ist der Film School of Rock. Da gibt es auch einen Sack. Ein Mooney Head. Woher ja, du denken? Wilcox. So. Verzögerungsstrafe für die Wölfe wegen Beinstellen. Dante ist derjenige gewesen, was zu viel wollte. Steht 2-0. Unsere Gegner kämpfen ganz gut. Gefällt mir gut, was da die KI macht. Was war jetzt das mit dem Eis ausgerutscht? So, Michael, komm schon. Komm schon, hol dann, hol dann, hol dann, hol dann. Jawohl! Wilcox. Andergassen.
Ah, Short, die jetzt Kruft auf den Michael. Wilcox. Da Michael. Auch nicht. 12 Sekunden sind wir noch in der Unterzahl. Die müssen wir überstehen. Linz ist auf dem zweiten Platz im Moment. Ah, das war vielleicht ein Schießtor, wurde noch, war. Leider Abroller am der gegnerischen Spieler. So, jetzt Dante. Auch nicht. Auch nicht. Das letzte entscheidende Drittel. Einen gewaltigen Fehlpass, wo die so war. Heising. Michael braucht gerade nur 3 Punkte, dann war er auf Platz 1. Aber durch das wir so gut aufgestellt sind in der Liste. So. Auf geht's. Ikonen Jasse. Komm schon. Jawohl! 3:0 für die Wölfe aus dem Pustertal. Durch unseren Jasse. Ikonen. Hervorragend. Jetzt müssen unsere Gegner Gas geben. Wenn sie jetzt hier nur was reißen wollen. Ah, im Torverhältnis müssen sie jetzt Gas geben. Sonst ist in 10 Minuten der Sieg unser. Wilcox macht es 4:0. Nach langem Hin und Her schießt er das Tor. 6. Tor in dieser Season. Da muss man ein bisschen ruhig bleiben, nicht so viel quatschen, dann funktioniert es.
Wenigstens von uns mit einem Tor heim. Die Mannschaft aus. Das ist eine Tschechin, sei. So, Emil. Wird Reis genug. Also da muss jetzt schon was Gravierendes passieren, dass wir nicht mehr Tabellenführer sind, wenn die reguläre Season vorbeigeht dann. Jetzt habe ich schon mal gedacht, der geht da rein. Ja gut, dann hätten sie halt zwei Tore, dann sind wir dann nicht mehr. Und einen weiteren Sieg auf unserer Liste, meine lieben Sportsfreunde und drinnen. Das heißt, wir bleiben Erster, 95 Punkte. Unsere Gegner, das Quantum, das ist ein bisschen mehr, dann war es interessanter gewesen für mich. Aber so war es auch interessant. Zweiter Sieg in Folge. Zwei zu 0. Wilcox ist der Star mit einem Tor auf Platz 3. Der Zack mit zwei Assists und der Michael mit einem Tor ist da Nummer 1, also haben wir drei Stars, wir haben zwei Tore, wir haben zwei Assists. Und es steht 1 zu 4, warum bin ich jetzt auf 2 zu 0 gekommen? Es steht 1 zu 4. Ich habe schon bedenkt, wie ich es aufgeschrieben habe, irgendwas stimmt nicht. So, das nächste ist wieder der AVS. Diesmal spielen wir wieder zu Hause gegen ihn. Das letzte Mal haben wir auswärts gespielt. Dann skippen wir uns einmal zu den Tag Fürche. Unser Johann bleibt Topstoker.
Ah, schauen wir uns einmal die Tabelle an. Wir haben das X. Wir sind qualifiziert für die Playoffs. Mit 95 Punkten, da holt uns keiner mehr ein. Dann auf dem zweiten Platz die Black Wings aus Linz, dann Tesla Oli auf der 3, die Bulldogs auf der 4, die Bozner auf der 5, Innsbruck auf der 6, der AV19 auf der 7. Also spielt das nächste Mal der erste gegen den 7. Dann kommt Graz auf der 8, 9 ist Bratislava, 10 ist Salzburg, 11 ist Wien, 12 ist der VSV, 13 ist das Team aus Ljubljana, auf der 14 ist der KAC. Wir sind das erste Team, was sie qualifiziert haben für die Playoffs. Finde ich cool. Am Spieltag 40, was wir haben. Und somit beenden wir diesen sportlichen Tag mit einem Sieg. Ich hoffe, ich habe es ein bisschen Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren, die Glocke aktivieren, so dass, wenn es hier aus der Eishockey-League mit den Pustertaler Wölfen weitergeht, nichts mehr Neues versäumt wird. Und dann wünsche ich nur bis zum nächsten Mal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, vergesst mal meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache Feind, Rivalität ist nur im Stadion gut. Aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen doch, hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann auch ganz normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, das ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.